Robert Sulzer, du warst einmal Chapter Director im Chapter Ulmen. Was ist das Geheimnis von einem so einem erfolgreichen Chapter? Also in erster Linie haben wir das Ich-Gehabe völlig abgelegt und haben zur Wir-Kultur übergewechselt. Das heisst, dass jeder für den anderen einsteht, wenn einmal irgendetwas organisiert oder gemacht werden muss, sei das vom Ersatz oder Stefan von einem CD zu einem Event oder wenn man irgendetwas organisieren muss, dann stehen wir füreinander ein. Es gibt kein Gärtli-Denken bei uns. Hans-Jürg Laber, Chapter Ulmen, vor allem ein erfolgreiches Team. Was macht das überhaupt so erfolgreich möglich? Wir sind als Team einfach miteinander unterwegs. Wir kennen einander sehr gut. Wir vertiefen das durch Vier-Augen-Gespräche. Und vor allem auch, wenn einer einen Privatanlass hat von seiner Firma, kommt der grösste Teil dort hin. Und so fängt es bei uns und wir sind miteinander gut unterwegs. Tommy Fuhrer, du als Partnerdirektor von diesem wahnsinnigen, dynamischen, erfolgreichen Chapter Ulmen, wo siehst du die Erfolgsfaktoren? Also zum einen stelle ich einfach fest, dass es wichtig ist, dass man ganz starke Gremien hat, wie das Führungsteam und den Mitgliederausschuss. Und dass der absolute Wille vorhanden ist von allen Mitgliedern, mal mindestens den Basiswert von BNI zu leben im Alltag und nicht nur während dem Meeting, sondern nach dem Meeting bis Anfang des nächsten Meetings. Und dass alle daran beteiligt sind, auch ständig wieder neue Standards zu entwickeln und umzusetzen. Peter Züger, was macht der Unterschied im Verhalten aus vom Chapter Ulmen zwischen gut und grossartig? Ja, ich glaube, die Entwicklung in den letzten paar Jahren hat gezeigt, dass wir uns einfach gemeinsam möchten, immer kontinuierlich verbessern. Was heisst das? Wir möchten mehr machen in Bezug auf mehr Empfehlungen. Wir möchten mehr machen in Bezug auf grössere Teams bilden, um im Führungsteam besser Support zu geben und den Mitgliedern. Wir möchten mehr machen in Bezug auf Anlässe, um gemeinsam sich sozial oder eben auch ganz konkret Wissen zu vermitteln. Wir möchten einfach überall mehr machen und wir möchten den Einzelnen auch besser schulen und den Einzelnen auch selber weiterbringen. Wir tun das einfach einzelne Kleinigkeiten oft, sage jetzt mal, einander anstupsen, einander aufmerksam machen. Da bist du nicht aufgestanden, das hast du das nicht gemacht. Und ich glaube, einfach der permanente Drang, zu gemeinsam besser werden und ganz, ganz feine Details wirklich immer wieder können zu thematisieren, ist das, was uns auszeichnet und zumindest uns einen Tipp gebracht hat, wo wir heute sind. Grossartig. Danke vielmals. Danke vielmals, Anita. Merci. Susanne Steinegger, Konstanz. So ein erfolgreiches Chapter auch zu sein und zu bleiben. Was ist von dir aus gesehen, sind die Attribute? Ein ganz wichtiges Attribut, um so eine Konstanz aufrechtzuerhalten, ist das, dass wir uns gegenseitig vertreten können. Dass nicht jemand ein Amt innehat und das Amt dermaßen allein ausfüllt, dass, wenn er dann einmal fehlt, ein Loch entsteht. Sondern es kann sofort jemand einspringen und die Aufgaben von dieser Person übernehmen. Und das gibt eine einzigartige Kontinuität ins Chapter. Jesper Olsen. 4 Jahre bist du jetzt dabei, auch im Chapter Ulmen. Ja. Wie siehst du, warum das Chapter Ulmen dermaßen erfolgreich ist? Ganz sicher, dass wir uns mittlerweile sehr gut kennen und dadurch eine sehr gute Vertrauensbasis haben. Wo wir auch sehr weit sind, ist ganz sicher ein Thema, was extrem wichtig ist, ist das Offenheit und das Ehrlichkeit. Dass man, wenn man irgendwelche Missverständnisse haben, dass man das offen und ehrlich miteinander bespricht und damit sofort irgendwelche Missverständnisse lösen können. Ja. Bernhard Rüegg, ja. 3 Jahre gehst du alle Wochen ins erfolgreichste Chapter in der Schweiz in Ulmen. Warum? Weil es einen Haufen gute Leute dort hat, wir haben einen guten Spirit, wir ziehen alle am gleichen Strick und arbeiten miteinander sehr gut zusammen. Ein Team. Ein super Team, ja. Stefanie Heberle, Neumitglied im erfolgreichsten Chapter in der Ulmen. Was kannst du noch bieten, damit das Chapter noch erfolgreicher wird? Ja, das ist tatsächlich nicht ganz einfach. Ich würde sagen, das liegt im Nuancenbereich. Aber etwas, wo natürlich ein erfolgreiches Chapter muss aufpassen, ist, dass es auch erfolgreich bleibt, dass man sich nicht ausruht.
auf den Lorbeeren. Und ich denke, wenn man als neues Mitglied reinkommt, dann stellt man vielleicht auch kritische Fragen, die vielleicht die Altgesessenen nicht mehr so stellen. Ich glaube, das ist sicher eine Rolle, die ich übernehme. Peter Hemmetschweiler, Chapter Ulmen, 2008 gegründet, heute das erfolgreichste Chapter in der Schweiz. Wie erklärst du dir das? Ja, Erfolg muss verdient sein. Ich habe mal die ersten Informationen 2008 auf dem Marktplatz in einem Hotel, wo uns entgegengekommen war, angefangen. Als nachher vertrauensvoll in einen Trainer übergeben, der Partnerdirektor geworden ist. Wir haben nachher die richtige Location gefunden, wo wir willkommen waren. Und das war der Start zu der Ulmen, wie sie heute hier sind. Und einfach richtige Location ist 60% von einem gut funktionierenden Chapter und der harte, gute Kern, der heute noch dabei ist, der nachher auch BNI-Regeln als Basis genommen hat und sogar noch ein bisschen verstärkt hat und sich durch das auch besser können positionieren konnte. Also aktiver werden, eine höhere Liga darstellen. Das ist das Erfolgsprinzip von BNI, aber auch von der Ulmen. Gut Ding will Weile haben. Danke vielmals, Peter.